Oh, ich liebe mein Touchbottle, das ist so gut. Ja, dann Euro. Wir werden heimkehren. Nicht alle von uns. Oh. Kapitel 14 sind wir jetzt. Aber es wird ihm besser gehen. Uns allen. Obere Mittelschicht. Wir können gern reden, sagte Friedrich Merz immer. Frische Luft. Der Typ ist 12 Millionen schwer, ne? Und zählt sich zur Mittelschicht. Mittelschicht. Das ist schon. Bleib so. Nee. Du willst jetzt nicht aufwachen. Was? Ich hab gerade einen Follower verloren. In dem Moment. Eine Armut kotzt mich an. Ja, ich sage immer, Kleingeld sammle ich bei mir im Auto im Aschenbecher, weil der wird nicht benutzt zum Rauchen. Und dann fahre ich dann sonntags, fahre ich dann durch die Südstadt, schmeiße das Kleingeld auf die Straße und rufe, eine oder eure Armut kotzt mich an. Wie ist der Ausblick? Er ist schön. Woran denkst du? Glaubst du, ich bin anders? Ja, also sogar mehrere. Ich hatte, als ich angefangen habe, 675. Gut, immer weniger. Jetzt sind es noch 671. Also vier Stück während des gesamten Streams. Und im Moment einen, wo ich gesehen habe. Alles. So umgesprungen ist von 672 auf 671. Das nennt sich groß werden, Hugo. Manche Dinge... beschleunigen. So ist das als ja? Halt. Ja. Aber wir gehen die Dinge ab jetzt ruhiger. Mit dem kann ich nichts anfangen. Alle Zeit der Welt. Den meide ich. Schon auf die Berge. Bald. Sehr bald. Wir gehen nach Hause, Hugo. Unser Zuhause. Ja. 672 auf 671. Wie gesagt, bei Anfang des Streams waren es noch 6, 7, 5. Die Raskas. Naja. Hat uns gerettet. Keiner hat mich lieb. Das sind die Twitch-Follower. Die reine Twitch-Follower. Hey. Oh, hallo. Wie geht's dir? Was du da siehst, ne? Die 792. Steht da ja, ne? YouTube und Twitch kombiniert. Ne, beides zusammen. Allerdings zählt das nicht rückwärts. Das heißt, wenn ich Follower verliere oder Subscriber auf YouTube, dann zählt das nicht runter. Das heißt, das muss ich ab und zu mal korrigieren. Ihr zwei seid mein Zuhause. Musste ich jetzt auch mal wieder reingucken. Einige verloren. Ich war bei 694 oder so auf Twitch. So was in dem Dreh. Jetzt sind es noch 671. Ja, macht für mich auch keinen Sinn. Du kannst ja 2000 Kanälen kannst du followen. Wenn das ausgeschöpft ist und du willst dann noch jemandem folgen und kannst es nicht, sehe ich das ein. Aber ansonsten ist das völliger Blödsinn. Das stört doch niemand, ob du jetzt jemanden followst oder nicht. Also, muss man nicht verstehen. Also ich muss sagen, vielleicht von den insgesamt 21, die ich mittlerweile verloren habe, waren bestimmt 7 oder 8 Stück, wo das Twitch-Konto entweder gesperrt wurde oder gelöscht wurde. Sprach ihm, dass er glücklich sein wird. Das ist ja dann, ne? Ist halt so. Entweder haben sie dann Scheiße gebaut oder sonst wie irgendwas oder haben alle einfach aufgehört. Das ist ja legitim. Aber einfach so. Das ist, Amicia, guck mal! Ja.
Das kann auch sein, natürlich. Wobei ich mit meinen zwei Zuschauern, ich würde in keiner Liste auftauchen. Ne, du bist ja dann so weit unten in der Liste. Das ist ja das große Problem bei Twitch. Dass wenn du nur so klein bist, dann findet dich niemand. Du tauchst nirgendwo auf. Es wird ja immer nach Zuschauern und Followern sortiert. Wer weiß. Das ist ja die Kacke bei Twitch. Na gut. Das ist keine Chance. Und deswegen gibt es dann immer diese... Oder es gab früher diese Follow-for-Follow-Events. Ist nicht erlaubt. Aber das sind dann halt so Leute, die machen halt so... Du folgst denen, dafür folgt er dir zurück in so einem Kram. Da treibst du die Zahl halt hoch, dass du in irgendeiner Liste auftauchst, aber das bringt im Endeffekt auch nichts. Sieh an, da wird ja endlich noch jemand nett. Hoffentlich bereue ich es nicht. Gut. Der Krieg ist vorbei, Anno. Mehr nicht geschrieben. Wir verdienen alle Ruhe. Die hätte sie auch. Oh Mann. Schreib gerade zurück. Schade. Hey. Ein Schiff. Oh, der Graf. Es ist oh, Seekampf. So ist das mit dem Krieg. Nur gut. Geil. So, wann er vorbei ist. Nein, 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 das darf nicht wahr sein! Nein, nein, nein! Das Hauptsegel! Alles klar, wir holen es. Das darf nicht sein. Komme! Zum Seil auf der anderen Seite! Alles klar! Na los, schneller! Der Scheißkerl lässt nicht locker! Wir müssen sie loswerden, wenn sie uns entern! Fertig! Gut! Sie kommen immer noch näher! Oh nein, 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 was jetzt? Das Segel in den Wind! Wir brauchen einen besseren Winkel! Amicia, los zum Unterdeck! Ja, sofort! Ich lasse locker und du ziehst es zu dir! Ja! Wir dürfen nicht scheitern, Anno! Tun wir nicht! Es klappt! Wir nehmen Fahrt auf! Aber das wird nicht genügen, sie kommen! Werft Ladung über Bord! Schon der Wappa! Hilf mir hier, Amicia! Wo bist du? Da bin ich. Oh, Bogenschützen! Alle Köpfe runter! Jo! Was? Ich übernehme die Fracht. Los! Geht klar! Sekunde, ich komme! Was? Ich hab dich zugehört. Dachtet ihr wirklich, ihr könntet mit meinem Kind fliehen? Was soll ich tun? Das ist nicht dein Kind, du Irrer! Fass ihn an und du bist tot, Victor! Den Sohn, das unverschämt! Wir schaffen das, Hugo! Was soll ich tun? Ich hab dich zugehört. Ja, beschütze. Fahrt zur Hölle, ihr alle! Ja. Muss ich hier... Muss ja ein Stein reichen, ne? Blöde Kuh. Hallo. Bewegen. Mir ist schwarz vor Augen. Sie sind über Bord gegangen. Steh auf, Amicia! Lukas! Sophia! Nein! Kommt her, ich werde euch alles zerfleischen! Es sind zu viele, Anno! Nein, nicht für uns zwei. Oh. Ich komme! Feigheit mit Strategie! Das überrascht mich! Halt die Fresse! Ich hab noch mehr für dich! Oh.
Ich mach's. Und burn, baby, burn. Ah. Jetzt. Der stellt sich an. Geh doch in Deckung, Arno. Für den Grafen im Provence! Komm her, Victor! Ha! Ihr Schwächlinge schafft es nur zu sagen. Siehst du deine Männer gleich sterben, Victor? Durchhalten, Arno! Ich will erst ruhen, wenn der Dreckskerl tot ist. Das Boot ist zerstört, Arno! Wir nehmen ihres! Pfeile? Keine mehr? Oh, halt. Finger weg vom Jungen! Kapiert! Nein, Konzentration! Gib mir! Viel Pfeile! Es gibt keine Zukunft für niemanden! Nein, Konzentration! Ja. Ihr sterbt wie die Fliegen. Oh, schon wieder keine Pfeile mehr. Das, da ist eine. Hey, bleib stehen, Digga. Die macht was mit, die Alte. Amicia! Amicia! Jo. Sie ist tot. Nur nicht mal die Niere getroffen. Hugo, komm mit mir. Hugo, komm her! Da sind keine Ratten, du bist auf dem Wasser. Schade, mein Kind. Die Ratten helfen hier nicht. Na, Wasserratten? Spock. Ein zerbrechliches kleines Ding. Alles klar. Lass bloß die Finger von dem Perversling. Nichts tun? Er ist Emilys Sohn. Mein Sohn. Gar nicht. Er ist ein Gott. Er ist unser Ende, Victor. Du lässt ihn lieber gehen. Zu seiner Schwester. Nein. Das schulde ich Emily. Durch sie glaubte ich, diese Welt bestünde. Nicht nur aus Blut und Krieg. Dass ich sie einfach ersticken könnte, diese Flamme. Aber die Wahrheit ist, Menschen wie wir wurden geboren, das Feuer anzufachen. Was auch immer du vorhast, es wird nicht funktionieren. Er wird dich auslöschen. Er wird auslöschen, was ich ihm sage. Wir setzen die Welt in Flammen. Und ich forme mein Reich in diesem Feuer. It's the end of the world as we know it. Du schuldest mir Blut. Dafür habe ich bereits bezahlt. Und mein Sohn braucht jetzt Ruhe. Erledigt sie. Genau. Achso. Ich dachte, er wollte sie entsorgen. Unnötiger Ballast. Ist das schon wieder? Jawohl. Cut machen. Ah,
gesucht, du verdammtes Monster! Hör auf zu schreien. Für die Schmerzen. Wir trinken das auf dem Schlachtfeld. Rock. Hugo. Zielwasser. Es tut mir leid. Ich musste wählen. Hätte ich uns nicht rausgeholt, wären wir tot. Wir müssen ihn retten, bitte. Der Graf weiß, wozu Hugo fähig ist. Wir müssen sie erreichen, bevor Hugo noch mehr leiden muss. Also los. Sophia und Lukas sind vorgegangen, um Pferde zu suchen. Ich helfe dir. Oh, verflucht. Ja. Halt durch. Wird bald besser. Der Graf. Hat er was gesagt? Du hast sein Herz gebrochen. Nun will er Krieg. Er will deinen Bruder benutzen, um zu erobern. Es wird nichts mehr zu erobern geben. Ich weiß. Nix. Ach, schön. Very nice, very nice. So. Nix zu holen, sag mal. Oh ja, ein schönes Bild. Ah, Kapitel 15 sind wir jetzt schon, ne? Und dann geht das aber echt flott. Ja. Kein Loot, Leute. So wird es aber nichts. Sophia und Lukas? Etwas mitgenommen. Der Junge, er hat eine Wunde gesäubert. Geht ihm gut. Sie sind zum Wrack, suchen nach Vorräten. Zum Glück sind sie am Leben. Sie wollen dich sicher sehen. Hier durch. Komm, langsam. Reiß die Wunde nicht wieder auf. Ja. Ich glaube... Dein Trank wirkt langsam. Ich hätte diese Made von Graf töten können. Du bin ganz nicht duselig. Es ist zerstört. Es wird nie wieder segeln. Boote kommen und gehen. Aber es ist das Meer, das Sophia trägt. Du weißt, was ich meine. Bewahre dir das, was wichtig ist. Denn wenn es weg ist... Danke. Wir holen ihn zurück. Wahrlich ritterliche Worte, Arno! Nein. So etwas wie euch habe ich noch nie gesehen. Wo ist mein Bruder, du Mistkerl? Sicher in meinem Besitz. Solange bis er mir dient. Und bis er deinen Kopf rollen sieht. Und weiß, dass die alte Welt verbrennen muss. Scheißkerl! Ich kümmere mich drum. Ein Scheiß bist du. Hör doch nur einmal auf mich. Wieso? Damit du Rache üben kannst? Damit du deinen Bruder retten kannst. Er wird mir schon sagen, wo Hugo ist. Gib mir Deckung und pass auf. Der gehört mir. Tötet das Mädchen. Ich bin bei euch, mein Herr. Verstärkung rückt an. Den Helm auf. Sie sind hier. Lukas, nee, oder nicht? Bist du verletzt? Nein, aber wir stecken hier fest. Bleib am oh, Leben. Der ist... Böse. Ihr geht nirgendwo hin. Ah, verdammt. Da!
Geh doch weg. Was hast du mit dem Jungen gemacht? Er ist mein Sohn. Meine heilige Waffe. Das Kind. Lass uns vorbei. Dein böses Werk wird nicht gelingen. Schande. Oh doch. Aber erst seid ihr dran. Macht sie fertig. Verdammt. Zu Befehl. Sofort. Wow. Erledige sie, Mädchen. Du bist härter als sie. Wo habt ihr meinen Bruder hingebracht? Antworte, dann schenke ich dir einen schnellen Tod. Wo ist der Junge? Die Zeit der Kompromisse ist mit Emilys Tod vorbei. Jetzt stirb. Ja, Baby. Heile. Wir verschwenden unsere Zeit, Anno! Wir müssen Hugo finden, bevor er... Hör auf mit dem Scheiß, Victor! Wo ist er? Der ist dir doch egal! Du willst doch nur meinen Tod! Es geht doch weiter. Achso, das bringt ja nichts bei dem, ne? Würde ich so machen. Dann so, nein, ne? Dann nützt nix. Sind denn die ganzen Pfeile? Hier ist einer. Da ist noch ein Tontopf. Feuer? Nee. Ach Gott, er hat keinen Kopf mehr. Ah, hier, das ist doch aber auch, ne? Sollte das nicht explodieren, habe ich da nicht was... freigeschaltet. Ah!
Mensch, wie war das denn noch? Ich hätte es merken könnte, ne? Bringt mir nichts. Ein paar Pfeile. Idee. Mit seinem Rücken, ne? Ja. I remember. Tot. Und gibt sich der Makula hin. Marseille. Nach allem, was passiert ist, hast du ihn dorthin gebracht? Halt's Maul! Ich kümmere mich darum! Was tust du denn jetzt her, du? Ja, du musst mich auch weglassen. So. Wo geht's denn hin? Hier? Nee. Alter, was ist denn hier jetzt los? Jetzt spinnt der Controller. Wollt ihr mich eigentlich verkackeiern? Du bist sinnlos. Mir alles. Seht mich gar nicht.
Oh, ich kann wieder schießen. Lass mal kurz gucken. Was haben wir denn da für... Ah ja, hier. Das ist wieder so ein Arsch. Damit. Oh, vorbeigeworfen. Ja, komm, komm. Ja, und weiter weg. Gibt's da einen Weg oder ist das jetzt hier wieder bis zum Erbrechen kämpfen? Eigentlich. Naja, aber hier geht's nicht weiter. Eindringlinge! Alarm! Eindringlinge! Patschi! Halt die Schniss. Ja, das ist wieder das Eck hier. Naja, weg kann ich nicht. Weg kann ich nicht. Ich muss kämpfen. Digga, dann machen wir mal ein bisschen Licht. Du sollst brennen. Ich hab nur einen Stein. Volllaufe 12. So, jetzt ziehen die Nasenhaare raus. Was kann ich tun? Hör auf zu schreien. Entschuldige, ich. Bitte nicht. Nein. Bitte nicht. Mit einem Tee. Kann man machen.
es war dann halt Kacke. Gekommen. Und du hast mir ein gutes Ende beschert. Er ist ein guter Junge. Und du? Ich weiß. Ein arrogantes kleines Gör. Stehen so rum. Die Zunge im Maul. Er wird die Sonne töten. Der Nebel. Hast es geschafft. Du Idiot. Wir sind dir was schuldig. Überall. Die Ratten werden sich ausbreiten. Sein Urteil ist gefallen. Und werden wir noch Zeit haben? Ändert das was? Gehen wir einfach. Moment, Kleiner. Ich nehme die Zügel. Ich muss irgendwas tun. Weit noch bis Marseille. Nicht weit, schätze ich. Amicia, geht's dir gut? Nein, ich hätte... Hättest du nicht. Keine Ahnung, wie du überhaupt noch stehen kannst. Du hast alles gegeben, Amicia. Das wusste er auch. Und du hast Schießen. Was er am meisten brauchte. Den Tod des Grafen. Nein. Ist noch 15. Freunde und eine echte Bestimmung. Ja. Er hat sich für uns geopfert. Er soll nicht umsonst gestorben sein. Wo finden? Das wird ein Problem. Marseille ist so verdammt groß. Dieser Nebelausbruch hat bestimmt Spuren hinterlassen. Was dort auch geschieht, Hugo ist mittendrin. Woher wissen wir, dass er noch lebt? Ich hoffe auf irgendein Zeichen. Oha. Die Art von Zeichen? Ja, das ist er. Aber das dürfte kein gutes Zeichen sein. Was ist das für ein Lärm? Kommt er aus der Stadt? Er kommt aus dem Boden. Wir müssen sie finden und hier weg. Lauf! In der Stadt ist etwas Schreckliches passiert. Was? Was ist passiert? Flieht in die Hügel. Nein! Zum Meer! Suchen wir ein kleines Boot. Was ist das für ein Grollen? Das Tor zur Hölle wurde geöffnet. Marseille ist verloren. Der letzte Ruf. Der Makula. Mama! Wir müssen zurück und Mama suchen. Na, da bin ich mal gespannt. Steh auf. Bitte steh auf. Ich kann nicht. Mein Bein. Du musst. Wir brauchen ich mehr Helfer. Nicht hier. Das Ding auf. Und wieder die Stimme von der... Marseille. Sie verbarrikadieren das Tor. Egal. Warum? Weil das Grollen von der anderen Seite kommt. Und die Leute, die noch da drin sind, die sind schon tot. Mach weiter. Und jetzt? Es gibt noch ein anderes Tor, aber das Heu liegt im Weg. Warte, wir haben die Kanone. Kannst du sie bedienen? Keine Ahnung, warte. Du schiebst hier. Ja. So müsste es gehen. Ich hab's raus, glaube ich. Dann los. Hoi, hoi, hoi. Oder? Ah, jetzt. Griechisches Feuer? Ja, der Graf hat sich ein paar Wagen vom Orden besorgt. Wir gehen also hinter diese Mauern?
Denk jetzt nicht drüber nach. Los. Gehen wir, Sophia. Und weiter geht's. Da lacht sogar der Gaul. Sind ein paar. Sophia! Hier drüben! Wer ist verletzt? Wer nicht? Wir sind da. Ich war noch niemals in Marseille. Tja. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Kapitel 16. Yeah, baby.